Ursprung aller Vectron ist das ehemalige Krauss-Maffei-Werk in München, seit 2001 unter der Flagge von Siemens. Im Freigelände steht der sogenannte Vorrat. 193/923 wird für unsere Kameras umgesetzt. Die Wechselstrom-Version fährt heute bei Hector Rail. Insgesamt 15 Maschinen sind 2016 von der schwedischen Privatbahn bestellt worden. Die Neubauten erhalten ein Diesel-Power-Modul für den Betrieb ohne Fahrdraht. Für Siemens ist die Vorratshaltung finanziell aufwendig, bietet aber die Möglichkeit, auf Kundenwünsche schnell reagieren zu können. In München-Allach ist die Fertigung fast komplett unter einem Dach. Grundlage einer jeden Lokomotive ist das Untergestell, das hier in der Rohbauhalle entsteht. Neben Roboterschweißanlagen gibt es noch viel Handarbeit. Die Seitenwände bestehen aus einer Gerippekonstruktion mit aufgeschweißtem Außenblech. Wenige Meter weiter wird der Lokkasten zusammengesetzt. Dazu gehört auch das Glätten der Außenwände. Per Unterdruck wird von außen das Blech angesaugt und über Wärmepunkte gehalten bzw. geglättet. Schon im Rohbau wird in Modulbauweise gearbeitet. Ganz nebenbei rollt ein frisch lackierter Lokkasten eines zukünftigen Locomotion-Vectrons vorbei. Das Münchner Unternehmen hat 8 mehr Systemloks bestellt. Nach der Fertigstellung wird der Lokkasten per Lasertechnik vermessen. Über Messpunkte wird im Rechner ein Bild mit den Messdaten erzeugt. Abweichungen können so schnell erkannt und korrigiert werden. In der Nachbarhalle werden die Kabelbäume gefertigt. Auch hier Handarbeit. Mehrere Kilometer Kabel sind im Vectron verbaut. Kollege Computer überwacht das Verkabeln. Fehler darf es keine geben. Vorlackiert sind die Vorbauten der Führerhäuser. Bereits eingebaut ist das Führerpult, das hier verkabelt bzw. angeschlossen wird. Nur eingeklebt werden die Scheinwerferabdeckungen. Ebenfalls in München angesiedelt ist ein Teil der Baugruppenfertigung. In Geräteschränken sind alle wichtigen Teile untergebracht. Die Endmontage. Im Taktverfahren werden die Lokkästen entsprechend der Ausführung bestückt.
Abteilungsleiter Robert Ocko ist zuständig für die Arbeiten in der Endmontage. Wir bekommen in den lackierten Wagenkasten in die Halle. Im ersten Schritt setzen wir den Transformator unterführ an die Lok. Dann kommt der Steuerstromkanal, der in der Vormontage komplett fertig konfektioniert wird, wird eingehoben und anschließend werden die Gerüste im Maschinenraum gesetzt. Parallel dazu werden die Führerhäuser ausgebaut, die Frontenden mit Führertisch aus der Vormontage werden montiert und dann kommen die Dächer noch drauf, Führerhausausbau, Drehgestelle drunter und dann geht es in die Montageendprüfung, wo die Lok dann nochmal komplett durchgetestet wird, bevor es dann zu den Testfahrten in der Betriebssetzung geht. Per Kran werden die Geräteschränke in den Lokkasten gehoben. Wie wir gesehen haben, werden viele dieser Baugruppen in eigenen Werkstätten zusammengesetzt. Nach dem Einsetzen wird sofort mit dem Anschließen begonnen. Der zukünftige Führertisch ist bereits angeschlossen. Draußen werden die Firmenaufkleber aufgetragen. Das Schwarz verrät es bereits. MRCE hat diese Lok bestellt. Das Besondere am Vectron ist, dass es eine Plattform-Lok ist mit Modulbauweise. Das heißt, der Kunde kann sie sich zum einen konfigurieren für die Neuanschaffung. Und wenn er dann nach 2 Jahren oder 5 Jahren eine andere Strecke fahren will, weil er einen anderen Lieferauftrag hat, dann kann er die Lok entsprechend umkonfigurieren lassen und zu geringen Kosten wieder umbauen, sodass sie dann wieder passt und er nicht noch eine neue für die andere Straße braucht. Der Vectron ist maßgeschneidert für den Anwendungsbedarf des Kunden. Der Kunde möchte zum Beispiel eine Strecke von Nord nach Süd in Europa fahren und kriegt dann die Zugsicherungssysteme, die Antennen, die Stromsysteme in die Lok verbaut, die er dafür benötigt, sodass er quasi genau die perfekte maßgeschneiderte Lok kriegt. Wie wir gesehen haben, ist der Bau sehr umfangreich. Wie lange dauert es, bis ein Vectron fertig ist? Es hängt von der Variante natürlich ab. Eine komplexe Lokomotive mit viel Ausstattung kann etwas länger dauern. Aber wir haben so, glaube ich, 3 Wochen im Rohbau aktuell, so mit lasergeschnittenem Blech angefangen, bis zum fertigen Wagenkasten. Dann kommt der Lackierprozess dazu. Und dann fahren wir im Moment eine 10 Tage Durchlaufzeit in der Endmontage, in der der Vectron gefertigt wird. Am Schluss steht das Aufsetzen auf die Drehgestelle und die elektrische Inbetriebnahme. Auch das Einstellen der Scheinwerfer gehört dazu.